Ja, einen schönen guten Abend nochmal von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung, dass wir heute nach Tirol kommen durften mit dem Thema die Gefahren von Handy, WLAN und Co. Ist ein sehr umfassendes Thema. Mobilfunktechnologie heutzutage hört man ja immer wieder in den Medien, Zeitungen, im Fernsehen. Und das möchten wir Ihnen heute ein bisschen näher bringen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Armin Rebernick. Ich komme aus Feldkirchen in Kärnten, am Ossiacher See ist das. Ich bin vom Beruf eigentlich Elektromeister, komme aus der Elektrotechnik und habe in den letzten Jahren eine sehr umfassende Ausbildung in Deutschland gemacht, am Institut für Baubiologie und Ökologie Neubeuern, Professor Dr. Schneider, zum Baubiologen und danach dann die Ausbildung zum baubiologischen Messtechnik mit dem IBN zusammen, also mit Professor Schneider und der Europäischen Akademie für Umweltmedizin. Da ging es darum, alle physikalischen, chemischen und mikrobiellen Einflüsse in Innenräumen messtechnisch zu erfassen, zu bewerten und dementsprechend Sanierungskonzepte zu erstellen. Ich bin eigentlich in ganz Österreich unterwegs und mache eben diese Elektrosmog-Messungen, elektromagnetische Verträglichkeitsmessungen, Messungen im Bereich Wohngifte, Schadstoffe und bin Sachverständiger für Schimmelbildschäden in Innenräumen und eben im Bereich Bauphysik bin ich da auch sehr viel unterwegs, arbeite auch in Linz für ein Ingenieurbüro für Bauphysik und Biologie. Und ja, so treibt es mich eigentlich in ganz Österreich herum, bin auch öfters in Tirol und freue mich auch, dass ich Ihnen heute etwas über diese Thematik Gefahren von Handy, WLAN und Co. Näher bringen darf. Da gibt es ja immer dieses Wort Elektrosmog, das ist ja so ein komisches Wort, da weiß man meist nicht, was heißt das eigentlich oder was bedeutet das. Das Wort Elektrosmog oder das Wort Smog kennen wir ja. Smog setzt sich eben zusammen aus den zwei Begriffen Smoke, was Rauch bedeutet, und Fog, was Nebel bedeutet. Kennen wir ja vom Wintersmog zum Beispiel, bei uns in Klagenfurt oder in Graz ist das ja ein großes Thema. Ist eigentlich ein Kunstwort und dieses Wort Smog beschreibt eigentlich so etwas wie dicke Luft. Und das Wort Elektrosmog möchte eigentlich die Strahlenbelastung im Lebensumfeld des Menschen beschreiben. Das ist kein esoterischer Begriff oder ein willkürlich festgelegter Begriff oder so entstandener Begriff. Er kommt eigentlich von einer Universität und zwar von der TU in München. Das war der Professor Dr. Warnke, der Ende der 70er Jahre diesen Begriff mit seinem Forscherteam festgelegt hat. Und er wollte damit eigentlich die physikalische Erscheinungsform technisch erzeugter elektrischer und magnetischer Felder, Wellen und Strahlen beschreiben. Also das klingt furchtbar kompliziert, da haben sie dann gesagt, okay, sagen wir Elektrosmog, ein kurzes Wort, dann können wir da einfacher drüber reden. Es gibt ja viele Studien, bis zu 20.000 unabhängige Studien weltweit, die sich sehr kritisch mit dieser Thematik auseinandersetzen. Herr Professor Warnke hat über viele Jahre hinweg Studien gemacht über den Einfluss von elektromagnetischer Strahlung auf biologische Systeme, das heißt auf Menschen, Tiere und Pflanzen. Die ersten Studien im Bereich Mobilfunk gab es bereits in den späten 1950er Jahren und damals hat man eben festgestellt, dass es bereits 1959 festgestellt, dass es eben zu Erbgutschäden von Zellen unter radiofrequenter Bestrahlung kommt. Also diese ganze Thematik mit Mobilfunk heutzutage, wenn man sagt, das macht nichts, ist ja kein Problem. Also damals wusste man schon, das ist ein Problem. Und da sehen Sie so ein Foto, das ich da drauf habe. Das ist ganz ein altes Foto, das kommt noch aus der Monarchie, aus der K&K-Zeit. Das waren so die ersten funktechnischen Anwendungen. Man könnte sagen, das war eins der ersten Handys sozusagen. Da eine große Antenne hinterm Kopf, da vorne so ein Kasten, wo er da rumgedrückt hat, der Soldat, wurde natürlich für die militärischen Zwecke als erstes eingesetzt. Gott sei Dank hat sich das weiterentwickelt, ansonsten hätten wir immer noch diese großen Geräte und heutzutage haben wir Gott sei Dank diese kleinen Mobiltelefone. Ja, das kennen Sie. Mobilfunkmasten hat vielleicht jeder schon mal gesehen. Die sieht man eher selten. Das sind die Rundstrahler. Hier wird eben rundherum, so wie es auch heißt, Rundstrahlung, alle rundherum wird die Mobilfunkstrahlung abgegeben. Das ist eine Sektorantenne. Hier wird nur in eine definierte Richtung abgestrahlt. Wenn ich hier hinten zum Beispiel einen Wald habe, da möchte ich nicht hinstrahlen, da ist ja niemand. Das sind ja keine Mobiltelefone, deswegen eben gerichtet in eine Richtung wird da abgestrahlt. Wie schaut so eine Mobilfunkstrahlung aus? Furchtbar kompliziert, ist es aber eigentlich ganz einfach. Wenn man es mal verstanden hat, setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, dem elektrischen Feld und orthogonal dazu das magnetische Feld. Und das war es eigentlich auch schon, so einfach ist das. Diese zwei Felder sind alte Bekannte von Ihnen. Sie werden es nicht glauben, die hat jeder zu Hause. Also nicht als Strahlung, aber auch separat als elektrisches und magnetisches Feld. Und ich möchte Ihnen das einfach mal versuchen, etwas näher zu bringen heute. Das elektrische Feld,
ist was ganz Einfaches, und zwar kommt das vor in Kabeln, Steckdosen, Leitungen, Installationen, hier zum Beispiel bei den Lampen, bei meinem Computer. Diese Geräte und Installationen emittieren diese elektrischen Felder. Ich vergleiche sehr gerne, es gibt die internationale Computerarbeitsplatznorm, die DCO-Norm, das hat vielleicht schon der eine oder andere mal gesehen, das ist oft auf den Bildschirmen drauf. Und diese Norm, es ist eine internationale Norm, die eben zum Schutz des Büropersonals vor elektromagnetischer Strahlung am Arbeitsplatz festgelegt wurde. Sowas gibt es wirklich, das weiß es eigentlich keiner. Wurde festgelegt von über 100 Strahlenschutzbehörden, Wissenschaftsorganisationen, Herstellern etc. Kommt auch aus den 70er Jahren, wo man eben festgestellt hat, dass es in den Büroräumen eben sehr große gesundheitliche Probleme gibt, und da wollte man dagegen was tun. Diese Norm sagt maximal 10 Volt pro Meter als Einheit. Und jetzt meine Frage an Sie, was denken Sie, so einen durchschnittlichen Schlafplatz, elektrische Felder durch die Installationen, Sie kennen es ja, links und rechts, neben dem Bett haben wir Steckdosen, hinterm Kopf geht der Kabel vorbei, was schätzen Sie, was findet man da so durchschnittlich? Circa 50 bis 100 Volt pro Meter. Das heißt, die meisten Schlafplätze, Das heißt, die meisten Schlafplätze wären nicht mal als Arbeitsplätze geeignet, geschweige denn als Schlafplätze. Spüren tun wir die Sachen nicht, weil wir von der Natur aus keine Sinne haben, um diese elektromagnetischen Strahlungen, Felder, Wellen zu spüren. Ganz besonders kritisch ist das auch deswegen, die EPA, das ist die größte Umweltschutzbehörde der Welt, hat diese Felder, bereits schwache Felder, als eindeutig gesundheitsschädigend eingestuft. Also sehr, sehr relevant, dementsprechend auch sehr wichtig, dass man diese Felder reduziert. Da sieht man schon, dass eigentlich aus der Strahlung diese Einzelkomponente an sich schon sehr kritisch zu betrachten ist. Jetzt habe ich da mal einen Auszug aus einem Messbericht von mir, der Gutachten, was ich so typischerweise dann meinen Kunden dann eben zuschicke. Sieht man eins sehr schön, hier die Messung, Bett links 140 Volt pro Meter, Bett rechts 80 Volt pro Meter. Und schaut man jetzt hier ans Büro, 40, 60, 70. Ganz typisch. Das heißt, ich habe am Schlafplatz, ganz eine normale Hausuntersuchung, war nichts Besonderes, deutlich mehr als an einem Arbeitsplatz. Wie wird man das los? Da mit einem anderen Messverfahren dann eben gemessen, maximal haben wir da 60 gehabt, deswegen kann man es nicht direkt vergleichen, sind aber immer noch diese elektrischen Felder. Nachttischlampe ausgesteckt, war es nur noch 9. Ganz einfache Sachen, und dann eben die Sicherungen ausgeschalten, Wohnraum außen plus Zimmer 1 und dann Zimmer Bad 1, Zimmer 2 und Bad 2. Sind wir runterkommen auf 0,3, und das wäre nach umweltmedizinischen Kriterien keine Belastung mehr. Diese Felder, jetzt muss ich kurz schauen, was da noch kommt. Ja, da sieht man es schön. Eingestuft sind diese Felder, das kennen wir ja schon von der größten Umweltschutzbehörde der Welt, als eindeutig gesundheitsschädigend. Und es gibt eine Studie, die eben zeigt, erhöhtes Leukämierisiko, Krebsrisiko, mitverantwortlich an Kopfschmerzen, Vitalitätsverlust, Depressionen und plötzlichen Kindstod. Also nicht zu unterschätzen, diese Felder. Wir sind halt ein biologisches System. Und dementsprechend, wenn diese Felder auf uns einwirken, dann gibt es auch Probleme. Hier sieht man sehr schön, grafisch dargestellt nochmal, je dunkler es ist, desto stärker ist die Feldbelastung. Also das ist das Bett, hier ist der Kopfbereich, und je dunkler es ist, desto stärker ist eben diese Feldbelastung. Was denken Sie, ist hier gestanden? Das war die Nachttischlampe, genau, jemand hat es gesagt. Ja? Und dann haben wir die Nachttischlampe ausgesteckt, da sieht man auch noch auf dieser Seite kommt was von den Installationen. Nachttischlampe und die Sicherungen ausgesteckt, dann ist es wunderbar grün. Jetzt habe ich ein paar Versuche mitgebracht. So eine einfache Lampe zum Beispiel, kann man dann ganz schön überprüfen, ganz einfach mit so einem einfachen Phasenprüfer. Wie gesagt, ich komme ja aus der Elektrotechnik, das haben wir früher immer gehabt. Kann man dann bei der Steckdose reinfahren, bei einer Seite leuchtet er, auf der anderen Seite nicht. Das heißt, ich weiß, auf dieser Seite kommt der Strom raus, auf der anderen Seite geht er wieder zurück. Ganz einfach. Jetzt habe ich da so eine Nachttischlampe oder so eine Schreibtischlampe, ist ja ungefähr das gleiche, habe ich das Kabel, und jetzt kann ich da am Kabel rauffahren. Das sind elektrische Felder. So einfach kann man diese elektromagnetischen Belastungen darstellen, und das ist plötzlich nichts Dubioses mehr, sondern das ist ein reines physikalisches Feld. Schau mal hierher, die ganze Lampe steht unter Spannung. Kann ich es einschalten und ausschalten. Wie kann das sein? Die Lampe leuchtet ja nicht mal. Gehe ich her und nehme den Stecker und drehe ihn einfach mal um. Also 180 Grad, stecke ihn mal anders ein. Habe ich hier wieder ein Feld und hier ist nichts mehr. Schalten wir sie ein, dann leuchtet es wieder. So soll es eigentlich sein.
Kabel steht dort trotzdem noch unter Spannung. Zu einfachen Maßnahmen kann man schon gewisse Feldbelastung am Bett reduzieren, wenn man herausfindet, ob die Lampe richtig oder falsch eingesteckt ist. Habe ich Ihnen einen kleinen elektrischen Stuhl mitgebracht. Und dazu würde ich jemanden brauchen, der sich traut, auf diesen elektrischen Stuhl auch zu sitzen. Gibt es einen Freiwilligen? Es passiert nichts. Vielleicht stehen ein bisschen die Haare zu Berge, das ist schon das Einzige. Wer möchte, wer traut sich? Keiner traut sich. Oh, der Chef selbst kommt, oder Vizechef. Vizechef. Oh. Der Billy-Chef. Billy-Chef, genau. So, bitte hinsetzen. Ich habe hier ein Heizkissen hingelegt und dieses Heizkissen haben wir auch das Kabel. Das Kabel steht unter Spannung, sieht man eben sehr schön. Und wie war der Name noch einmal? Karl-Heinz. Der Herr Karl-Heinz sitzt drauf. Sagen wir, Herr Karl-Heinz, einmal die Hand bitte so halten. Der Herr Karl-Heinz steht auch unter Spannung, auch am Kopf, auf der Nase. Und da sieht man eins sehr schön, der menschliche Körper besteht bis zu 70% aus Wasser oder sollte aus Wasser bestehen, bis zu 70%. Im Alter ist es ja oft ein bisschen weniger, aber wir sind hochleitfähig. Das heißt, der Körper zieht diese Felder an und verbreitet sie im ganzen Körper. Und dementsprechend hat man dann auch die biologischen Wirkungen. Dankeschön, nichts passiert. Kleinen Applaus für den Mut, gell? Jetzt bin ich elektrisch geladen. Ja, genau. Ja, gehen wir weiter zum zweiten Feld. Das war ja immer noch das elektrische Feld, das heißt, es war ja kein Stromfluss, sondern nur die Spannung. Und jetzt kommen wir da wohin, wo wirklich der Strom fließt. Wo fließt viel Strom? Hochspannungsleitungen. Kennen wir alle, sind wir alle vorsichtig. Ich bin ja heute da durchs Inntal reingefahren, da habt ihr ja richtig große Hochspannungsleitungen, die da gehen. Österreich ist ja europaweit einer der größten Produzenten von Strom durch Wasser. Ist ja sehr, sehr gut, aber natürlich müssen wir dann schauen, dass wir irgendwo den Strom auch hinkriegen. Deswegen haben wir diese Hochspannungsleitungen und da fließt richtig viel Strom. Und dieser Strom erzeugt ein magnetisches Wechselfeld durch diesen Stromfluss. Jetzt habe ich das mal gemessen bei uns im Alpenland, da eben genau so eine Hochspannungsleitung, das war ca. 15 Meter unter den Leiterseilen, haben eine magnetische Flussdichte von rund 3.800 bis 4.000 Nanotesla. Das ist so diese Einheit. Natürlich wieder meine Frage, was denken Sie, so eine Trafo-Lampe, so wie ich sie hier habe, was macht die im direkten Umfeld? 10.000. Ja, bis zu 4.500, sogar mehr. Wie kann das sein? Wenn man es versteht, wenn man die Physik dahinter versteht, eigentlich ganz einfach. Ich habe bei der Hochspannungsleitung habe ich ein Seil. Ein Leiterseil, einen Draht sozusagen, und da fließt richtig viel Strom durch. Dementsprechend ein sehr starkes, sehr großflächiges magnetisches Wechselfeld. Bei so einer Lampe habe ich 230 Volt Kabel, wird aber auf 12 Volt runter transformiert. Das heißt, ich habe da einen Trafo drin. Da ist ein kleiner Draht viele hundert Male aufgewickelt. Viele hundert Male fließt ein kleiner Strom und ein kleiner Strom mal viele hundert Male ist ein großes magnetisches Wechselfeld. Und so kommt das zusammen. Das ist natürlich jetzt nicht sehr, sehr weit, aber im Umkreis von circa einem halben Meter habe ich eben genau diese Flussdichte, diese magnetische Flussdichte. Das kann man auch sehr einfach darstellen. Das ist so ein Indikationsgerät. Eigentlich ist es ein alter Telefonverstärker. Kommt aus den 50er, 60er Jahren. Das hat man damals zum Telefon hingelegt, weil man nicht immer das Telefon, den Hörer am Kopf haben wollte. Hat man so ein Gerät gekauft, hat das dann eben hingelegt und das hat es verstärkt. Also ein reiner Telefonverstärker eigentlich. Schalten wir das Gerät mal ein, kann man es da mal hinstellen. Und jetzt schalten wir mal diese Lampe ein. Das ist das magnetische Wechselfeld. Was Sie hier sehr schön hören, schalte es wieder aus, das ist die 50 Hertz Frequenz. Das ist genau das, was wir, klingt jetzt alles ganz technisch, ich weiß, es ist furchtbar, aber für die Techniker unter uns ein bisschen, das sind genau diese 50 Hertz, die man hier hört. Und damit so diesen einfachen Geräten kann man mal ein bisschen auf die Suche gehen. Mal schauen, was zum Beispiel so, jetzt habe ich es ausgeschalten, so ein Computer macht. Die Geräte haben alle ihr Eigenleben, die funktionieren ja mit Strom. Dementsprechend entstehen hier auch magnetische Wechselfelder. Die Lampe habe ich vom Schreibtisch meines kleinen Bruders. Da bin ich mal aus dem Ausland zurückgekommen und dann habe ich ihm die weggenommen. Jetzt habe ich sie bei den Vorträgen und er hat eine andere. Also zu solchen Lampen sollte man immer mindestens einen Meter Abstand halten. Auch deswegen, die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, stuft eben magnetische Wechselfelder
ab 300 Nanotesla mit potenzieller Krebsgefahr ein. Also sehr, sehr relevante Felder eigentlich, dementsprechend sehr wichtig. Ich bin ja da auch viel unterwegs und mache eben diese Hausuntersuchungen, diese Elektrosmog-Messungen, und das war mal in Klagenfurt, bei mir zu Hause, jetzt gleich vor der Haustür, hat mich ein Kunde angerufen, dem ist gar nicht gut gegangen, und gesagt, ja, bei mir ist da in der Nähe Hochspannungsleitung, bitte tun Sie mal messen, ich möchte mal wissen, was da ist, weil chronisch krank seit vielen Jahren. Und bin ich da hingefahren und da haben wir wirklich am Schlafplatz, im Kopfbereich war das gemessen, das ist immer so ein Datenlogger, so eine Aufzeichnung, haben wir da eine magnetische Flussdichte von knapp 2000 bis 2500 Nanotesla. Eingestuft ab 300 Nanotesla als mit potenzieller Krebsgefahr. Ja, da haben wir dann den Radiowecker ausgesteckt. Der hat die Belastung verursacht und der Rest da unten war dann wirklich die Hochspannungsleitung. Das heißt, solche Geräte im Kopfbereich können eine sehr, sehr starke Beeinflussung oder sehr starke Auffälligkeit darstellen und sollten, wenn möglich, immer entfernt werden. Ja, da sind wir wieder bei unserer Strahlung jetzt zurück. Sie sehen wieder hier das elektrische Feld, das ich Ihnen vorher gezeigt habe, und das magnetische Feld. Und wenn wir dann die richtige Frequenz dazu haben, wir sind ja bei dieser Strahlungsart schon in einem höheren Frequenzbereich, dann kann sich eben diese Strahlung von der Antenne lösen und frei in den Raum ausbreiten, und das schaut dann so aus. Wir haben hier zum Beispiel so einen Turm und da oben eine Mobilfunkantenne und hier eine Sektorantenne zum Beispiel, und die gibt dann frei in den Raum diese elektromagnetische Strahlung ab. Hier schematisch natürlich dargestellt, das ist diese Hauptstrahlungsrichtung, diese Hauptkeule, und auch mit diesen Nebenkeulen, die nach unten gehen, beziehungsweise auch direkt nach unten und teilweise auch sogar nach hinten, als Unreinheiten der Antenne. Und wenn man hier oben in diesem Haus drin wohnt, da hat man natürlich eine gute Mobilfunkverbindung sozusagen, aber natürlich auch eine sehr starke Mobilfunkbelastung. Wie funktioniert diese Technologie eigentlich? Wir sind ja jetzt seit ca. 15 Jahren haben wir die, 15 bis 20 Jahren haben wir die jetzt, und kaum einer weiß eigentlich, wie das funktioniert. Mal ganz einfach erklärt, ich bin hier mit meinem Handy und hier gibt es einen Mobilfunkmasten. Und dieser Mobilfunkmast, jeder Mobilfunkmast versorgt ein gewisses Gebiet. Irgendwann ist die Strahlung natürlich vorbei, die kommt nicht mehr weiter, die Energie ist verbraucht. Das heißt, jeder Mobilfunkmast hat eine Funkzelle, so nennt man das. Und deswegen so diese wabenartige Anordnung hier. Das heißt, jeder Mobilfunkmast hat so eine Zelle, die er versorgt. So, ich funke jetzt mit meinem Handy darauf zum Mobilfunkmasten. Dieser Masten leitet es dann übers Kabel weiter zu einem Computer, zu einem Server oder auch über eine Funkschnittstelle. Sieht man auch auf diese kleinen runden Antennen bei den Mobilfunkmasten drauf. Und diese Schnittstelle, dieser Server, weiß, wo jetzt mein Freund ist. Zum Beispiel der Herr Magister Neuschitzer, der Sepp. Ja, natürlich würde ich den nicht anrufen auf sein Handy oder mit meinem Handy. Wir machen das immer über Festnetz, weil wir ja wissen, das ist ein bisschen problematisch. Aber auch dieser Server, auch für das Festnetz, weiß, wo jetzt der Sepp ist zum Beispiel. Ich bin hier am Ossiasee, er ist da oben im Spital in Kärnten und leitet dann das Gespräch weiter zu seinem Handy oder Festnetz. Also ich werde ihn da am Handy nicht erreichen, weil er gar keins hat, sondern dann eben am Festnetz. Und so einfach ist das eigentlich, kann man sagen, aber die Technik dahinter ist natürlich viel komplizierter. Aber das mal so schematisch dargestellt. Das ist ein schönes Bild. Wie schauen so Masten aus? Das ist bei uns in Klagenfurt in der Völkermarkterstraße ist das. Am Hausdach, also das ist schon ein ganz schöner Gerät, also da ist alles vertreten, was Rang und Namen hat in Österreich, und versorgt dann natürlich Klagenfurt mit Mobilfunkstrahlung. Dann gibt es natürlich noch andere Mobilfunksender, und zwar in der Stadt zum Beispiel. Da sieht man da oben die Sender, das sind so kleine dezentrale Sender, die einfach in den Straßenschluchten oder in diesen Straßen drin eben auch die Mobilfunkstrahlung bereitstellen, weil man einfach vom Dach oben weiter, also schlecht nach unten kommt zum Beispiel. Sieht man auch manchmal, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht. Das wurde in Wien aufgenommen. Ja, ganz was Neues, oder gibt es auch schon seit ein paar Jahren, sind die Bäume. Sie sehen da so einen schönen Baum rausstehen. Denkt man sich, naja, das schaut ein bisschen komisch aus. Schaut man dann genauer hin, gell? Steht da schon was? Ist eigentlich ein Mobilfunkmast getarnt als Baum? Also da möchte sich jetzt die Mobilfunkindustrie nicht verstecken, aber es schaut natürlich vom Landschaftsbild her auch nicht so schön aus, wenn da überall diese Masten stehen. Dementsprechend machen die da auch ein bisschen was. Also wurde hier so als Fichte getarnt. Kommt eigentlich aus Amerika, da machen sie es schon länger. Gibt es auch dann Kakteen zum Beispiel, so in der texanischen Wüste haben sie ja diese großen Kakteen. Da sind dann Mobilfunkmasten drin und so. Also gibt es ganz lustige Sachen.
Ja, wie schaut nun diese Strahlung eigentlich aus, wenn man die jetzt mal aufzeichnet mit einem Spektrumanalysator, also mit einem Messgerät, mit einem wirklichen Messgerät? Hier sehen Sie die GSM-Strahlung. Das ist eigentlich das, wo man seit den 90er Jahren damit telefonieren. Und Sie sehen hier eins sehr schön, und zwar ein aus, ein aus, ein aus, ein aus. Da telefoniert gerade jemand. Das ist die Strahlung, die vom Mobilfunkmasten ausgesendet wird. Und ein Handy ist aktiv. Eine Person telefoniert. Und genau da sehen wir eins, und zwar periodische Pulsung, stroboskopartige Pulsen. In Europa gibt es ein Gesetz, dass alle Disco-Blitzer unperiodisch gepulst sein müssen. Damals in den 60er, 70er Jahren, als so diese große Zeit der Diskotheken war, hat man diese Blitzer, diese Disco-Blitzer noch periodisch gepulst gehabt, und da sind die Leute umgefallen, haben epileptische Anfälle bekommen, haben sich den Kopf angeschlagen, beziehungsweise sind ohnmächtig geworden. Da gibt es für ganz Europa ein Gesetz, dass das eben unperiodisch gepulst sein muss. Und hier beim Mobilfunk haben wir es wieder, es ist periodisch gepulst. Wir werden ja durch die Strahlung, die uns umgibt, nicht heiß, nicht warm. Dafür sind wir ja geschützt, dafür gibt es ja die Grenzwerte. Aber genau dieser Effekt ist zum Beispiel für die athermischen Effekte, also die nicht auf die Wärmewirkung zurückzuführen sind, verantwortlich. Also wie gesagt, das sind so diese alten Nokia-Teile, das kennen Sie auch zum Beispiel, das ist typisch dieses, wenn Sie mal im Auto fahren oder beim Radio, das kennt jeder, hat jeder schon mal gehört. Ganz typisch, das ist diese niederfrequente Pulsung. Das sind jetzt dann die UMTS-Handys, das sind diese neuen Smartphones, die es dann eben gegeben hat. Ich habe da auch so ein Mobiltelefon, das ist da so ein iPhone ist das. Das ist ein bisschen eine andere Technologie, das ist schon deutlich mehr Leistung, da ging es dann schon darum, Datenpakete zu schicken. Das heißt, ins Internet gehen, irgendwelche Sachen runterladen, alles mögliche, die ganzen Applications, die es gibt, diese Apps und so. Und dementsprechend hat man das dann auch verändert, und Sie sehen da oben eins wieder da, sind wieder diese Pulsanteile drin. Diese Strahlungsart wurde auch ums Zehnfache kritischer eingestuft als diese GSM-Mobilfunkstrahlung. Schaut unkritischer aus, aber Sie sehen eins, da ist die ganze Leistung drin, da unterhalb. Und die kommt natürlich dann auch irgendwann bei uns an. Jetzt im Moment ist gerade der Ausbau des LTEs im Gange. Das ist ja jetzt das Neue. Haben Sie vielleicht schon in der Werbung jetzt mal gesehen. Kommt ja jetzt ein LTE. Ich habe es da falsch geschrieben, LTS, ich habe es noch nicht ausgebessert. LTE heißt Long Term Evolution. Das heißt, das ist eine Strahlungsart, die Long Term, also lange Zeit, jetzt dann auch bleiben soll. Und die sieht relativ ähnlich aus, sagen wir mal so wie das, zumindest so ein Wellen, so ein Berg da. Aber Sie sehen eins, ganz viele Pulsungen drin, stroboskopartige Anteile. Und ein großer Nachteil auch, also die kommen jetzt an und die werden auch mit voller Leistung fahren, die gleich von Anfang an. Weil es geht darum, sehr viel Leistung in die Luft zu bringen. Wir möchten eins machen, wir möchten ja ganz viele Sachen aus dem Internet runterladen. Das heißt am besten zu Fuß gehen und Fernsehen schauen am Handy. Und deswegen braucht man natürlich auch diese Strahlung. Das ist eine irrsinnig interessante Technologie, hochkompliziert. Also was da geleistet wurde an Technik, ist wirklich gewaltig. Aber was am Körper ankommt, ist natürlich eine andere Sache. Es geht natürlich, wie gesagt, um diese Leistung. Man sieht hier eins, das sind die alten GSM-Handys. Da ist ein bisschen was übertragen worden. Da haben wir ja nur telefoniert damit, mehr haben wir nicht gemacht. Da kamen dann so diese Edge-Telefone dazu, da konnte man schon ein bisschen ins Internet gehen. Das waren so die ersten richtigen Smartphones, UMTS. Diese UMTS-Handys, das waren so die ersten, wo man dann so rumstreichen konnte und im Internet und alles Mögliche. Und das ist jetzt diese neue Technologie LTE. Und Sie sehen hier die Übertragungsrate, die ist gewaltig höher. Und genau darum geht es. Ja, natürlich hat das Ganze auch Auswirkungen. Ich fange mal ein bisschen mit der Biologie an, also jetzt dann wirklich mit der Flora, die uns da umgibt. Sie sehen eins sehr schön, und zwar eine Fichte. Das ist der Zweig einer Fichte. Und hier ist zum Beispiel das Buchenblatt. Hier unten haben wir eine Antenne. Das ist eine Antenne, mit der wir Mobilfunk messen. Das ist leider eine sehr schlechte Aufnahme. Jetzt habe ich mal eine Antenne, die ich habe zum Beispiel, eine logarithmisch-periodische Antenne, wie wir sie auch für die Mobilfunkmessungen verwenden, hier einfach mal drüber gelegt. Aber Sie sehen eins sehr schön, die Struktur ist gleich. Das heißt, die Bäume, sei es nun Nadel- oder Laubbäume, können Mobilfunkstrahlung aufgrund dieser Charakteristik aufnehmen. Das hat man auch untersucht. Gibt es ein paar ganz interessante Untersuchungen dazu. Und zwar vermindertes Wachstum bei Fichtenschößlingen. Ich lese es vor, weil Sie hinten vielleicht das nicht lesen können. Vermindertes Wachstum bei Fichtenschößlingen. Zweige sind wie empfindliche Antennen und können schon auf schwächste Hochfrequenzstrahlung reagieren. Professor Dr. Günther Kees, der ist Hochfrequenzphysiker an der Bundeswehr-Universität Neubiberg. Und die Nadeln sind durch ihre Größe ideale Mikrowellenempfänger,
eindeutiger Zusammenhang zwischen Waldsterben und Hochfrequenzstrahlung, sagt der Herr Dr. Ingenieur Volkroth, der ist ehemaliger Entwicklungsleiter von der Firma Siemens. Das hat man auch in der Schweiz nachgewiesen, dass eben das Waldsterben sehr stark zugenommen hat, seit eben Mobilfunkstrahlung vorherrscht, hat man dort auch sehr intensiv untersucht. Wie schaut es mit den Menschen aus, jetzt, wenn uns so Mobilfunkstrahlung umgibt, also die Masten jetzt, rein auf die Masten bezogen, also nicht auf die Handys jetzt, sondern nur auf die Masten, auf die Strahlung. Wurde hier untersucht von der Diagnose Funk, zum Beispiel aus der Schweiz, eine sehr gute Untersuchung. Eine unbestrahlte Personengruppe, die ist ca. 2 Kilometer entfernt gewesen von diesen Mobilfunkmasten, und eine exponierte Personengruppe im Haus unter oder direkt gegenüber von der Antenne. Und dann hat man einfach mal geschaut, wie geht es denn den Leuten. Und signifikant erhöht waren eben Kopfschmerzen, zum Beispiel bei den Leuten, die eben exponiert waren, Gedächtnisprobleme, Zittern, Schwindel, Depressionen, Schlafstörungen. Und genannt wurde auch verschleiertes Sehen, Gereiztheiten, Konzentrationsprobleme. Diese Untersuchung hat man, also die kam aus der Schweiz, die Untersuchung hat man auch in Österreich durchgeführt, in Wien und in Kärnten. Das war der Professor Hutter, war das, mit ein paar anderen Wissenschaftlern von der TU in Wien. Wir sind auf exakt das gleiche Ergebnis gekommen. Die wurde noch genauer gemacht, da hat man auch viele andere Einflusswirkungen, wie zum Beispiel Holzschutzmittel oder Schimmelpilze, diese ganzen Sachen hat man abgeklärt, hat man mit ganz präzisen Messgeräten auch wirklich überprüft, ob die Strahlung jetzt da ist oder nicht, und kam auf exakt das gleiche Ergebnis. Bezogen auf die Handys, Handy am Kopf jetzt, was gibt es da für Untersuchungen? Da hat man mal untersucht, wie weit bringt denn die Strahlung eigentlich in den menschlichen Schädel ein, bezogen auf das Alter. Ein 5-jähriges Kind, sehen Sie zum Beispiel, dass 3/4 des Kopfes durchstrahlt werden, beziehungsweise diese Strahlung eintritt. Beim 10-jährigen Kind circa noch die Hälfte und beim Erwachsenen nur noch circa 1/3. Weil eben bei den Kindern die Schädelmasse noch nicht so massiv ausgeprägt ist, die ist noch relativ weich, dementsprechend wird die Strahlung nicht so bedämpft. Sie sehen auch hier eins, genau hier ist ja auch das bei den Erwachsenen das Problem, wo man immer davon redet, Gehirntumore, das ist auch genau der Bereich, wo telefoniert wird, hat man da eben auch nachgewiesen. Eine sehr schöne Untersuchung, eine sehr schöne Studie zu Mobiltelefonen kommt aus vom Professor Adelkofer, das ist die Reflexstudie. Das ist eine Studie, die wurde eigentlich von der Mobilfunkindustrie mit der Europäischen Union in Auftrag gegeben, weil man damals, die ist schon ein paar Jahre alt, so circa 10, 12 Jahre alt, eigentlich das Gegenteil beweisen wollte, dass Mobilfunk kein Problem ist. Das hat keine gesundheitlichen Wirkungen, und da hat man diese Studie gemacht. Der Herr Professor Adelkofer hat gesagt, ja, er macht die Studie, er glaubt zwar nicht, dass da was rauskommt, okay, aber fangt mal an. War eine sehr große Studie, wurde in 5 oder 6 europäischen Ländern durchgeführt, und man ist auf eins draufgekommen, und zwar, dass es eben zu Erbgutschäden bei Zellen kommt. Und Sie sehen hier eins, das ist eine Zelle, die sich teilt, und innen ist eben der Zellkern, und hier sehen Sie, dass es da eben zu Brüchen kommt. Und untersucht hat man das eben, was Sie hier sehen, ist zum Beispiel ohne Bestrahlung kommt es auch zu diesen Brüchen im Zellkern. Das ist ganz normal. Das heißt, unser Körper produziert jeden Tag Krebszellen. Das ist etwas ganz Normales. Und das Immunsystem, wenn es normal funktioniert, räumt das auch weg. Das ist kein Problem für den Körper. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Das ist genauso, wenn wir arbeiten, wir machen auch Fehler, geht es dem Körper genauso. Und das räumt einfach weg. Kein Problem. 6 Stunden mit dem Handy telefoniert, dann steigt das schon ein bisschen an. 24 Stunden ist noch stärker, 72 Stunden. Handytelefonat, dann sind wir im Bereich von 500 Milligray Röntgenstrahlung. Noch schöner dargestellt sieht man den Schämtest hier, das ist eine Zelle, die Sie hier sehen. Hier mit 0,5 oder diesen 500, das ist die gleiche Strahlung wie hier, diesen 500 Milligray, sind 0,5 Gray Röntgenstrahlung bestrahlt. Die Zelle bricht auseinander, das heißt, der Zellkern bricht nach hinten hinaus. Das ist wie so ein Komet, das nennt man dann auch so, diesen Comet-Essay ist das. Diese Leistung von 0,5 Gray entspricht ca. 1600 Lungenröntgen. Also da weiß man schon, Röntgenstrahlung sehr vorsichtig. Wenn Sie mal zum Zahnarzt gehen, dann wissen Sie schon, kriegen Sie alle möglichen Schürzen rum, und die Zahnarzthelferin geht da schon raus, weil muss man schon aufpassen. Diese Leistung entspricht eben 1600 Lungenröntgen. Und hier hat man eben die Zelle mit Mobilfunkstrahlung bestrahlt, 24 Stunden lang, und dann ist ganz das Gleiche passiert. Die Zelle ist aufgebrochen, der Zellkern ist nach hinten hinausgebrochen,
und dementsprechend das Problem. Niemand von uns telefoniert 24 Stunden am Tag, das ist ganz klar. Halbe Stunde, vielleicht eine Stunde oder so. Bei Unternehmern oder so, die viel telefonieren müssen, vielleicht mal eine Stunde oder zwei. Aber daher kommt eben auch diese Aussage, innerhalb von 10 Jahren steigt eben die Tumorrate immens an. Das heißt zweifache, dreifache, vierfache, manche sagen sogar noch höher. Deswegen große Vorsicht. Eine Studie tue ich Ihnen noch an, weil es ist wirklich eine wichtige Thematik. Das ist der Herr Professor Salford von der Universität Lund. Er ist eigentlich der weltweit angesehenste Experte im Bereich, also in der Forschung der Gehirnblutschranke. Wir haben im Gehirn eine Schranke auf zellulärer Ebene, die das Körperblut vom Gehirn trennt. Der Körper filtert, nichts anderes. Ungefähr können Sie sich so vorstellen wie bei den Nieren. Der Körper möchte das Blut nicht ungehindert ins Gehirn lassen, das soll schön sauber bleiben, weil in unserem Blut schwimmen da einfach Medikamentenrückstände, Säuren, Schlacken, alles Mögliche schwimmt da auch rum, das wir dann auch über den Organismus wieder ausscheiden. Das soll nicht ins Gehirn kommen. Und diese Hirnblutschranke macht auf. Und zwar unter dem Einfluss von Mobilfunkstrahlung. Er hat nämlich eins gemacht. Er hat, das sind Rattengehirne, die Sie hier sehen. Und zwar hat er einfach Ratten genommen und hat die jeden Tag 5 Stunden mit Mobilfunk bestrahlt und das 5 Monate lang. Dann hat er sie noch 5 Monate leben lassen, hat sie nicht mehr bestrahlt und dann hat er sie eben seziert. Und dann ist das dabei rausgekommen, dass die Gehirne der Ratten waren übersät mit schwarzen Flecken. Es kam ja auch zu neurologischen Schäden. Und da sehen Sie eben das Gehirn, wie es normal ausschaut, von der Kontrollgruppe, die nicht bestrahlt wurde. Also da passiert sehr, sehr viel. Die Hirnblutschranke macht auf und es können eben Eiweiße ins Gehirn eindringen, beziehungsweise Säuren schlacken und eben dann diese Schäden verursachen. Dementsprechend auch ein paar kritische Zitate dazu. Signifikant höheres Risiko zur Ausbildung eines Tumors für Nutzer von Handys und schnurlosen Telefonen auf der Seite des Kopfes, an der das Gerät gehalten wird. Der Herr Professor Hardell vom Örebro Medical Center in Schweden. Wer 16-Jährige zum Kauf von Handys ermuntert, handelt verantwortungslos. Das war der Sir W. Stewart, der die weltgrößte Studie über die Sicherheit von Mobiltelefonen durchgeführt hat im Auftrag der britischen Regierung. Und die Handystrahlung ist eben auch eingestuft von der Weltgesundheitsorganisation als mögliches Krebsrisiko, speziell im Hinblick auf Hirntumore, seit circa einem Jahr, eineinhalb Jahren. Klasse 2b steht jetzt auf der gleichen Stellung mit Quecksilber zum Beispiel, Holzschutzmittel, Bioziden. Also sollte man nicht unterschätzen. Die österreichische Ärztekammer hat darauf reagiert, und zwar schon seit längerem. Es gibt die 10 medizinischen Handyregeln, die eigentlich aus medizinischer Sicht den Umgang mit so einem Mobiltelefon beschreiben möchten. Und zwar geht es darum, die sagen natürlich prinzipiell so wenig und kurz wie möglich zu telefonieren. Kinder und Jugendliche sollten natürlich nicht telefonieren damit. Handy während des Gesprächsaufbaus nie in Kopfnähe halten. Das können Sie sich dann mal durchlesen. Der Herr Neuschitzer hat Ihnen ja einige Exemplare mitgebracht, wie man eigentlich dann wirklich aus umweltmedizinischer Sicht damit umgeht. Ich habe nur 2 Punkte, die mir jetzt wichtig sind. Da möchte ich Ihnen noch was zeigen dazu. Und zwar Handys nie in die Hosentasche stecken. Die Strahlung kann die Fruchtbarkeit bei Männern beeinträchtigen. Wenn Sie mal nachlesen in der Betriebsanleitung oder Bedienungsanleitung Ihres Handys, dann steht meist drin, zumindest bei den iPhones steht es drin, man sollte das Handy nicht am Körper tragen. Beziehungsweise, wenn man damit telefoniert, sollte man mindestens ein paar Zentimeter Abstand halten. Die sichern sich da schon ein bisschen ab damit. Aber warum auch? Warum sollte man das Handy nicht in der Hosentasche haben? Ich tue ja nicht telefonieren, das ist ja nur da. Gibt zwar einen sehr interessanten Effekt, und zwar, Sie kennen das noch von früher, das war ja das Gerät von der Hochspannungsleitung, magnetische Wechselfelder. Jetzt halte ich das da mal drauf. Was Sie hier hören, das sind auch magnetische Felder. Und die sind schon, also wenn das Gerät das mal wahrnimmt, dann sind das schon relativ starke Felder. Und wir haben ja vorher gehört, ab 300 Nanotesla, das ist ja ganz eigentlich eine geringe Flussdichte, ist das schon als krebserregend eingestuft. Das heißt, ich habe da was drin, was eine sehr starke Induktion in meinen Körper hat und dementsprechend kommt es da auch zu der Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit bei den Männern. Headsets sind ebenfalls bedenklich, das Kabel leitet die Strahlung. Naja, jetzt haben wir das Problem, jetzt kann ich das Handy eigentlich nicht so an den Kopf halten oder sollte nicht. Das normale Headset soll ich auch nicht verwenden. Warum eigentlich? Weil das Headset, das hat ja einen Kupferleiter drin und dieser Kupferleiter koppelt an. Das heißt, die Strahlung wird direkt ins Ohr gebracht, da wo ich ja dann diesen Headset-Knopf habe. Und
Ich habe im Schädelknochen ein kleines Loch für den Gehörnerven. Und da geht dann eben die Strahlung noch verstärkt ins Gehirn. Dementsprechend sollte man die auch nicht verwenden. Das heißt, wenn dann eine normale Freisprecheinrichtung, kann ich ja auf Lautsprecher schalten das Handy oder eben nur spezielle Headsets, das sind eben solche Produkte, die haben hier einen, es ist keine Verkaufsveranstaltung, also wir verkaufen hier nichts, ich verkaufe auch generell nichts, aber hier diese Produkte haben hier einen Luftschlauch, so wie wenn Sie zum Arzt gehen, Sie können das, wenn Sie abgehört werden, dieses Stethoskop-Prinzip, hier wird es entkoppelt und Sie haben dann am Kopf haben Sie dann nur diesen Luftschlauch, da kommt keine Strahlung ans Gehirn. Gibt es für das Vorgängermodell europäisches Normgutachten 99,5% Strahlenreduktion. Also die Geräte funktionieren wirklich. Ich habe selber eins schon seit ein paar Jahren und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, was kann man gegen die Mobilfunkstrahlung von draußen tun? Das haben wir noch nicht besprochen. Das heißt, wenn da jetzt wirklich erhöhte Strahlung ist, beziehungsweise Sie schauen dann raus beim Fenster und sehen da sowas, was könnte man da tun? Es gibt sehr gute, offiziell zugelassene Strahlenschutzprodukte, um das diese Belastung im Wohnbereich auch zu senken, sind schwarze Farben. Das sind eigentlich ökologische Farben, die mit Graphit versehen sind. Deswegen sind sie auch so schwarz. Graphit kennen Sie, das ist ein Bleistift. Ja? Und Bleistift ist hochleitfähig. Das kennen Sie auch vielleicht noch aus dem Physikunterricht. Da haben wir dann so links und rechts beim Bleistift haben wir dann so Elektroden genommen und der hat das schön geleitet, dann hat das Lämpchen geleuchtet. Ist ein hochleitfähiges Material. Und da wird dann die auftreffende Strahlung reflektiert. Sind offiziell zugelassen, beziehungsweise kann man dann da eben Teilbereiche abschirmen, wo die Mobilfunkstrahlung eindringt oder auch das ganze Haus, wenn es mal notwendig ist, das war schon ein massiver Fall, gibt es für den Baubereich auch viele Strahlenschutzprodukte, das heißt Matten, Gewebe, Fliese, Gitter, die man damit einbringen kann. Die Fenster sind natürlich ein Thema, da kann es verstärkt eindringen, bei älteren Fenstern, bei den neuen nicht mehr so sehr. Da ist es mehr das Thema der Rahmen, weil die neuen Fenster, die sind ja schon wärmeschutzverglast, da ist ja schon eine Edelmetallbedampfung drauf. Gibt es dann auch Gardinen, die eben mit Metallfäden verwoben sind und dann eben die auftreffende Strahlung wieder reflektieren. Das heißt, ich habe normale Gardine und die Mobilfunkstrahlung bleibt aber draußen. Das Gleiche gibt es dann auch für den Schlafbereich, für das Bett als Baldachin. Das machen wir oft im innerstädtischen Bereich, wenn ich sehr diffuse Verhältnisse habe. Das heißt, von allen Seiten kommt das oder als schnelle Lösung. Und da bleiben dann die Mücken draußen und auch die Strahlung und die Leute haben in der Nacht ihre Ruhe. Bitte nicht nach Hause gehen und dann sagen, Herr Rebernick hat gesagt, da ist ein Mobilfunkmasten, Sie schauen raus beim Fenster, sehen dann plötzlich so einen Turm da draußen und sagen, ah, der Herr Rebernick hat gesagt, Abschirmmatte kaufen oder diese Abschirmgardine kaufen, aufhängen, fertig. Dürfen Sie bitte nicht, weil Sie schauen jetzt raus, das ist Ihr Haus, Sie schauen in diese Richtung, da steht der Mobilfunkmasten. Und da kommt die Strahlung zu Ihnen. Ja, das stimmt. Aber die Mobilfunkstrahlung unterliegt quasi optischen Gesetzen. Das heißt, sie unterliegt den Gesetzen von Beugung, Brechung und Reflexion. So wie mit der Taschenlampe, wenn sie leuchten. Da wird das hin und her reflektiert. Das heißt, die Mobilfunkstrahlung, wir haben es ja vorher gesehen, wird ja von den Sektorantennen in einem gewissen Spektrum, gewissen Ausstrahlwinkel ausgestrahlt. Die kann hier reflektieren über eine Geländekante, hier über ein Haus und kommt dann von hinten wieder rein. Das heißt, wenn Sie nach Hause gehen und sagen, ja, da draußen ist der Mobilfunkmasten, da kommt es her, das heißt, dann machen wir da eine Gardine hin oder eben so eine Wandfarbe. Ja, wird auch reduziert, aber was passiert mit der Strahlung, die von hinten kommt, die trifft uns voll und die wird innen auch reflektiert. Und da kommt das sehr, sehr häufig vor, dass eben Leute sich selber irgendwas kaufen, selber irgendwas machen und die Situation sogar noch verschlimmern. Diese Sachen gehören immer in die Hände von Profis. Die wissen, was sie tun. Das heißt, es gehört zuerst immer eine Messung gemacht, eine Spektrumanalyse, genau gemessen, wie stark ist denn die Strahlung, wo kommt sie denn her, was für einen Frequenzbereich habe ich denn. Und dann kann man ausrechnen, was muss ich denn dieser Strahlung entgegensetzen als Widerstand. Ist ja eigentlich ganz logisch. Und dann kann man das so fundiert eben erstellen. Also bitte nicht selber irgendwas machen. Heute ging es nur darum, um darzustellen, es gibt die Möglichkeiten, man kann was tun. Und, aber nicht, dass man irgendwie einfach selber was macht. Der Schuss kann sehr in die Hose gehen. Wenn es richtig ausgeführt wird, funktioniert sehr, sehr gut. Das war mal ein Fall von mir in Wien, Jahre 2010, habe ich da noch eingefügt. Da hat eine junge Familie eine Wohnung gekauft, haben dann nach ein paar Tagen beim Fenster rausgeschaut und haben plötzlich da ein paar Mobilfunkmasten gesehen und dann haben sie im Internet nachgeschaut und dann haben sie mich angerufen, dass ich mal messen komme und dann haben wir gemessen, wir hatten da, das ist GSM-Strahlung und das ist UMTS-Strahlung und wir hatten eine Summenbelastung von ca. 13.000 Mikrowatt.
hört sich jetzt an viel an. Vergleich dazu, die STOA, das ist die Wissenschaftsdirektion des Europäischen Parlaments, die sagen maximal 100 in Innenräumen, da haben wir 13.000 gehabt. Also das ist schon sehr viel. Die Umweltmediziner sagen maximal 10. Also da müssen wir was tun, haben wir auch was getan. Wir haben dann abgeschirmt mit diesen schwarzen Farben und genau das, was ich Ihnen vorher erzählt habe auch. Und Sie sehen die Messung danach, nach den Sanierungsmaßnahmen am 10.10. danach, da hat man eine sehr, sehr starke Reduktion. Wir sind im Wohnbereich, sind wir also im Wohnzimmer unter 100 Mikrowatt gekommen und im Schlafbereich unter 10 Mikrowatt. Ausgezeichnet funktioniert. Dann haben wir später nochmal ein Jahr später oder zwei Jahre später sogar Nachmessungen gemacht. Das hat sich ein bisschen verändert. Es ist in der Summe aber gleich geblieben. Das heißt, die UMTS-Strahlung hat deutlich zugenommen, weil die alten GSM-Telefone, diese Nokias, die hat ja kaum noch jemand. Heutzutage macht ja jeder so, tut ja sein Handy streicheln, das sind ja diese Smartphones. Hat sich etwas geändert, aber in der Summe ist es gleich geblieben. Also so funktioniert das dann wirklich, aber wirklich nur, wenn man das professionell macht. Was gibt es noch für Strahlungsquellen im Haus? Jetzt muss ich mal kurz einen Schluck Wasser trinken. WLAN. WLAN ist ja so das Thema unserer Zeit auch. Alles soll wireless sein, weil es ja sehr, sehr angenehm ist. WLAN tue ich mir eigentlich sehr einfach. Die deutsche Bundesregierung rät davon ab, WLAN am Arbeitsplatz und zu Hause zu verwenden, sagt das Bundesamt für Strahlenschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Offizielles Zitat, also da brauchen wir eigentlich nicht drüber diskutieren. WLAN ist eine der kritischsten Strahlungsarten, die wir an sich überhaupt haben. WLAN ist mit 10 Hertz gepulst, das heißt 10 mal pro Sekunde einen sehr starken elektromagnetischen Impuls und die Gehirnfrequenz liegt zwischen 8 und 12 Hertz, das sind die Theta-Wellen. Das heißt, WLAN greift direkt in biologische Prozesse ein. Und das kann ich Ihnen auch schön darstellen, wie sich so eine WLAN-Strahlung anhört. Wie so ein Traktor. Das sind die 10 Hertz. Natürlich haben wir hier auch WLAN. Ist klar, so im Restaurant, damit man dann mit seinen Handys dann auch ins Internet gehen kann. Das ist genau diese Strahlung. Das Gute an WLAN ist, Sie werden es oft nachsehen am, oder sehen am Computer oder am Smartphone, da werden Ihnen 5, 6 WLAN-Netze oder bis zu 10 angezeigt und Sie denken, oh Gott, das macht ja gar keinen Sinn, ich bin ja von allen Seiten auch bestrahlt. Das ist nicht so. WLAN ist eben ein lokal begrenztes Netzwerk. Das geht nur maximal 1, 2 bis 3 Räume weiter. Das heißt, was von Ihren Nachbarn kommt, das ist relativ gering. Also da brauchen Sie keine Angst haben. Wichtig ist immer das eigene oder auch aus der Nachbarwohnung noch, wenn der Nachbar sein WLAN als direkt an dieser angrenzenden Wand hat zu meiner Wohnung. Aber wenn Sie da 5, 6 Netzwerke sehen, die Geräte brauchen sehr, sehr geringe Strahlungsdichten, um zu funktionieren. Heißt aber nicht, dass das biologisch eben riskant ist. Was gibt es noch für Strahlungsquellen im Haus? Das schnurlose Telefon, die ECT-Telefone, wie dieser Standard heißt, gibt es ja als Telefon oder auch als Babyfon, um eben die kleinen Kinder da in den Kinderzimmern zu überwachen, sage ich mal, oder zu hören, wenn die zu weinen anfangen. Gibt es ein paar schöne Zitate dazu über diese schnurlosen Babyfone, die nach diesem Standard auch funktionieren. Mehrfach ausgezeichnet für Funktionalität und technische Leistungsfähigkeit, das DECT-Babyphone, Urteil sehr gut. Habe ich mal aus einer Baby-Webseite, gibt es ja ganz interessante Seiten da mal daraus geschrieben. Was sagt die Umweltmedizin dazu? Beeinträchtigung des Nerven- und Hormonsystems, Begünstigung von Erbgutschäden und Krebsentstehung, deutliche Zunahme von chronischen Tinnitus, bezogen auf diese DECT-Strahlung. Und die Geräte, die finde ich auch sehr häufig bei meinen Hausuntersuchungen und die stehen dann oft direkt neben den Kinderbetten. Besonders kritisch auch zu betrachten, sagt das Bundesamt für Strahlenschutz und Reaktorsicherheit, wer sicher sein will, verzichtet auf DECT, auf diesen Standard. Was kommt da noch auf uns zu? Smart Meter, Sie haben es ja vielleicht schon gehört in der letzten Zeit, das sind die intelligenten Stromzähler, die sehr smart sind oder smart sein sollen. Was sollen Ihnen die sagen? Naja, wenn Sie die Waschmaschine um 10 Uhr vormittags einschalten, dann sehen Sie das da. Das heißt, Sie sollten dann aufgrund dieser Grafik dann sehen, dass Sie die Waschmaschine nicht mehr um 10 Uhr vormittags einschalten, sondern vielleicht eher am Abend oder irgendwann dann, also nicht jedenfalls zum Mittag, wenn eh der meiste Strom verbraucht wird, da ist er am teuersten. Darum geht es eigentlich. Gell? Smart Meter ist eine ganz interessante Technologie. Aber die österreichische Ärztekammer warnt davor, weil sie eben verstärkt eben Elektrosmog in unsere Häuser bringt.
Und zwar sind diese Geräte, wie wir sie in Österreich verwenden, die arbeiten im Kilohertz-Bereich. Und da gibt es eben Studien aus Amerika. In Amerika hat man den Ausbau der Smart Meter wieder eingestellt, weil man eine erhöhte Krebsrate festgestellt hat, beziehungsweise liegen Daten eben aus den USA vor, die erhöhtes Krebsrisiko zeigen und ein vermehrtes Auftreten sogenannter Multisystemerkrankungen. Dabei sind mehrere Organe bzw. funktionelle Systeme gleichzeitig betroffen. Folgen Erschöpfungszustände, Lernprobleme, Depressionen. Das heißt, Smart Meter sind eigentlich nicht so smart. Es gibt auch schon die ersten Studien aus Deutschland, die zeigen, dass man eigentlich gar keinen Strom damit spart. Also es wird weder Geld noch Strom gespart. Ganz im Gegenteil, teilweise muss sogar mehr dafür bezahlt werden, weil die Geräte sind elektronisch, das heißt viel wartungsintensiver, müssen auch öfters überprüft werden und es wird dann wieder auf die Verbraucher abgewälzt. Das heißt, im Endeffekt bringt es uns gar nichts, sondern es wird sogar teuer. Das Gute daran ist, Sie brauchen die Smart Meter nicht. Sie können auch Nein sagen. Wenn die jetzt kommen und sagen, Sie möchten es einbauen und sagen Sie Nein, will ich nicht, bis Gesetzesbeschluss. Wenn Sie es schon eingebaut haben, können Sie sagen, bitte wieder ausbauen und die alten normalen Zähler nehmen, dann haben Sie kein Problem. Ja, Sie werden sagen, Herr Rebernick, ist alles ganz nett und schön, was Sie uns erzählen, aber wir haben ja Grenzwerte. Und diese Grenzwerte schützen uns ja. Wir sind ja ein hochzivilisierter Staat in Mitteleuropa und wir haben ja Grenzwerte, die uns schützen. Und Sie erzählen da irgendwelche so Sachen, das kann ja gar nicht sein. Ich möchte Ihnen mal etwas über die Grenzwerte erzählen. Grenzwerte haben wir, ja. Aber wovor schützen uns diese Grenzwerte? Wir sind genau für zwei Sachen sind die geschaffen worden. Und zwar, dass uns nicht heiß wird. Vor einer thermischen Wirkung sind wir geschützt und vor Muskelkontraktion, dass wir anfangen zu zucken. Genau davor schützen uns die Grenzwerte, vor sonst nichts. Und wenn man sich das mal anschaut, bezogen auf die elektrischen Wechselfelder, Sie können sich erinnern, mit dieser Lampe, mit diesem Piepsgerät hier, wo der Herr Karl-Heinz da gesessen ist, die Bevölkerung, der Grenzwert liegt bei 7000 Volt pro Meter. Die ersten biologischen Effekte gibt es um die 1 Volt pro Meter. Bei den magnetischen Wechselfeldern, das ist das Brummgerät mit diesen Hochspannungsleitungen, Grenzwert liegt bei 400.000 Nanotesla, die WHO sagt maximal 300 Nanotesla. Die Schere geht da sehr weit auseinander. Beim Mobilfunk elektromagnetische Wellen für die Bevölkerung bis zu 10 Millionen Mikrowatt liegt der Grenzwert. Immunstörungen gibt es ab 1000 Mikrowatt und die STOA, das ist die Wissenschaftsdirektion des Europäischen Parlaments, sagt maximal 100 Mikrowatt. Und da sieht man, wie weit diese Schere auseinandergeht, auch wie stark diese Diskussion ist. Sie kennen es ja aus der letzten Zeit, aus den letzten Jahren, immer wieder in der Zeitung steht, Mobilfunk ist schädlich, dann heißt es wieder, er ist nicht schädlich, dann heißt es wieder, er ist schädlich. Das geht ja schon seit vielen Jahren so hin und her. Und genau da ist auch diese Diskussion. Das ist ein bisschen eigenartig, wenn man das immer wieder so in der Zeitung liest. Und dann fragt man sich manchmal, naja, die Wissenschaftler, wissen die eigentlich, was sie da machen? Der eine sagt mal ja, dann wieder nein. Ist Mobilfunk jetzt schädlich oder nicht? Das hat sich die Universität Bern auch gedacht und hat 51 Studien der letzten Jahre seit 2006 ausgewertet. Ich glaube, 2006 hat es ausgewertet. Und sie hat eins rausgefunden. Und zwar Studien, die nicht von der Industrie finanziert wurden, fanden 10-mal häufiger statistisch signifikante Effekte. Bedeutet, die Unterschiede konnten eben nicht mit der Methodik oder der Studienqualität erklärt werden, sie müssten vielmehr auf die unterschiedliche Finanzierungsart zurückgeführt werden. Das heißt, wer das Geld hat, gibt auch die Richtung vor. Findet man was Falsches raus, wird das Geld entzogen und die Studie wird nicht veröffentlicht zum Beispiel. Genau. Und das kennt man auch in der Wissenschaft, es gibt da auch einen Fachbegriff dafür, man nennt das zielorientiertes Forschen. Das heißt, so dieses Bild, das wir haben von dem Professor, der in seinem Labor ist und da unabhängig forscht und uns dann sagt, was Sache ist, das kann man eigentlich vergessen heutzutage. Also das gibt es an sich nicht mehr. Das Bundesamt für Strahlenschutz und Reaktorsicherheit sagt auch, das habe ich von der Homepage runter, aufgrund bestehender wissenschaftlicher Unsicherheiten spricht sich das BFS, das ist eben dieses Bundesamt für Strahlenschutz, für Vorsorgemaßnahmen aus. Die Öffentlichkeit muss verstärkt über den derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand aufgeklärt werden. Deswegen stehen wir heute auch hier und bringen Ihnen eben auch diese Informationen. Geht es dann noch weiter? Bundesamt für Strahlenschutz sagt eben, dass die Bevölkerung ihre individuelle Exposition so gering als möglich halten sollte. Das heißt eben genau so wenig wie möglich Mobilfunk und diese ganzen Sachen, die ich Ihnen gesagt habe. Ja,
Ja, Grenzwert ist ganz ein interessantes Thema, da kann man sich lang drüber unterhalten. Eins habe ich noch für Sie und zwar, schauen wir mal in den chemischen Bereich. Da gibt es ganz was Interessantes und zwar Pentachlorphenol. Das war so ein Holzschutzmittel, das war so bis Mitte der 90er Jahre im Umlauf. Und Pentachlorphenol war ein Fungizid. Das wurde eingesetzt bei sehr bekannten Holzschutzmittelfarben, wurde innen wie außen eben angestrichen. Und das war gleich wie beim Mobilfunk. Das ging immer hin und her. Eine Studie hat gezeigt, oh, das ist eigentlich stark schädlich für den Körper. Dann ist die nächste Studie gekommen und hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Und das ist gleich wie beim Mobilfunk. Über Jahre ist es so hin und her gegangen. Und 1994 haben die Grünen in Deutschland, am Bundesgesundheitsamt, hat es damals noch geheißen, heute Umweltbundesamt, angefragt, eine offizielle Parlamentsanfrage gestellt, wie ist diese Chemikalie einzustufen? Wir möchten jetzt wissen, wie es damit umzugehen, weil es so große Probleme in der Bevölkerung gegeben hat. Dann kam eben zurück, offizielle Antwort, Pentachlorphenol ist sicher nicht krebserregend. Kein Problem. Kann ganz normal verkauft werden. Das war im Frühjahr und im Herbst ist diese Chemikalie als eindeutig krebserregend in die MRK-Liste aufgenommen worden. Das heißt, ein paar Monate von Sie haben überhaupt kein Problem, kaufen Sie, bis zu Sie haben ein Riesenproblem. Da sind viele tausende Menschen schwer krank geworden, es sind sogar einige gestorben daran, an dieser Chemikalie. Und innerhalb von ein paar Monaten wurde der Grenzwert extrem angehoben und sie hatten alle ein Riesenproblem. Und genau so funktionieren Grenzwerte und deswegen halten wir von der Baubiologie oder aus der Baubiologie heraus nichts davon. Uns interessieren Grenzwerte überhaupt nichts, sondern uns geht es um Prävention. Es geht darum, intelligent zu sein. Wenn einmal ein Hinweis da ist, dass ein Problem besteht oder dass eine biologische Wirkung besteht, dann werde ich ja intelligent sein und da Vorsorge treffen. Ich muss ja nicht warten, bis das ins letzte Detail geklärt ist, warum das im Körper jetzt genau das auslöst. Interessiert mich ja nicht, ich will es ja vorher nicht haben. Was Sie hier sehen, das ist das umweltmedizinische Fassmodell. Das ist Ihr Immunsystem. Und dieses Immunsystem wird gefüllt mit verschiedenen Einflussfaktoren. Das heißt, die Veranlagung, die Sie mitbringen, das heißt, das genetische Erbmaterial, haben Ihre Eltern geraucht oder getrunken, Medikamente, die Sie vielleicht nehmen müssen, Stress des Tages, Wohngifte, Schimmelpilze, Raumklima, WLAN, schnurlose Telefone, Mobilfunk, Handy, alles wirkt auf uns ein und alles belastet den Organismus. Und wir in der Baubiologie erkennen genau diese Auffälligkeiten, diese biologischen Auffälligkeiten und unnötigen Auffälligkeiten und entfernen diese. Das Immunsystem kann wieder stark werden oder sich erholen oder eben präventiv gar nicht dann eben krank werden. Und das ist eigentlich so dieser einfache Gedanke der Baubiologie, der mir sehr gut gefallen hat, deswegen mache ich das auch. Ja, damit bin ich eigentlich schon am Ende meines Vortrages angekommen. Was mache ich so? Ich führe eben diese Mobilfunkmessungen durch, beziehungsweise mache eben Elektrosmogmessungen. Das sind eben fünf verschiedene Messungen an den Schlaf- und Ruhebereichen. Ich mache Haus- und Arbeitsplatzuntersuchungen und erstelle dazu eben diese Sanierungskonzepte. Da bin ich auch österreichweit unterwegs, auch öfters in Tirol. Mache auch eben so Grundstücksuntersuchungen vor dem Hausbau zum Beispiel, um zu sehen, was ist denn überhaupt am Grundstück los zum Beispiel und dann kann man darauf reagieren. Ja, meine Homepage www.bau-biologie.at, schauen Sie mal vorbei, das ist noch das alte Bild, ich habe mittlerweile eine neue Homepage, schaut ein bisschen anders aus, also nicht erschrecken, wenn Sie draufschauen, die ganz anders ausschaut, ist aber relativ ähnlich, können Sie nachschauen, unter Elektrosmog gibt es noch viele Informationen, würde mich freuen, wenn Sie mal vorbeischauen. Ja, damit bin ich am Ende, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir haben dann ja im Anhang noch Frage und Antwort, Runde, da können Sie mich dann gerne noch was fragen. Und jetzt, glaube ich, mache mal eine kleine Pause. Gell? Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.